Danke, dass ihr mit uns geflogen seid. Viel Spaß im Senatsbezirk. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Hallo! Ich mach dich platt hier. Der Epi will unbedingt mit mir kämpfen. Das hat natürlich dadurch, dass er die ersten 20 Male als erstes geschlagen hat, ist er natürlich direkt, bin ich natürlich direkt kaputt gegangen, meine ich. Wo ist man da hin? Ich bin ja auch nur so ein komischer. Wir müssen da links. Wo willst du hin? Ja, ich bin gerade den Dingern hier am Folgen. Und jetzt bin ich am Einsammeln. Ja, da hinten steht fehlende Teile. 71, das sind vermutlich die Meter oder so, nehme ich mal an. Ich könnte natürlich auch über die Brücke gehen, aber das ist langweilig. Oder sind das jetzt andere Aufgaben? Nee, das glaube ich nicht, oder? Warte mal. Hier oben steht, sie sollen die fehlenden Teile suchen. Hier ist 79. Hä? Moment, wenn ich stehen bleibe, wo führt er mich hin? Nach hier. Nee, jetzt führt er mich wieder zurück. Ich verstehe. Sind das diese offenen Aufgaben wahrscheinlich, ne? Nein. Wo ich jetzt gerade hinterher gelaufen bin. Das verwirrt mich jetzt irgendwie. Aber so eine Open World verwirrt mich sowieso. Gerade was Lego betrifft. Das ist doch unsinnig. Da. Also laufen wir den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Jetzt zeigt er mir wieder nicht mehr an, wo ich hin soll. Hä? Hallo. Ja, ich bin jetzt. Ja, wenn ich jetzt wieder zurück bin, da wo wir jetzt herkommen. Ich kann aber auch. Warte mal, die Karte. Soll ich jetzt. Hä, wir sollen wieder zum Senatsbezirk. Da sind wir doch hingereist, oder nicht? Da sollen wir wieder hinfahren. Wollt ihr mitfliegen? Steigt ein! Ich kann aber von hier aus auch nicht dahin reisen. Das ist ja doof. Scheint, als wärt ihr bereit für die Fahrt. Nein, noch nicht ganz. Na, wir sollen zum Jedi-Tempel. Bei mir steht, ich soll zum Jedi-Tempel. Ja, jetzt auf einmal zum Jedi-Tempel. Hoffentlich werdet ihr unterwegs nicht überfallen. Ja. Da verwirre ich einfach die Angreifer genauso, wie ich jetzt gerade verwirrt bin. Dann klappt das. Das war jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Weil der erzählt mir die ganze Zeit was von Jedi-Archiven und dann laufe ich diesen Ding hinterher und bin komplett woanders. Und dann sagt er mir, ich bin da doch falsch. Ah, hier geht's lang. Zumindest für den Anfang. Mal gucken, ob es weitergeht. Ich denke mal da, wo es hell ist, oder? Okay, R4. Lade die Koordinaten ins Terminal. Okay. Du sollst nicht mich kaputt machen? Ich soll ins Terminal laden. Geh doch mal da. Achso, hier. Musst du hin. Hier darf keiner sitzen. Sollen die Bücher kaufen und nach Hause nehmen. Was machst du da? Hier ist was für C3PO. Laut Dex sollte Kamino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Das ist unmöglich, oder? Nur ein Jedi könnte diese Einträge gelöscht haben. Aber wer und warum? Schwer zu beantworten. Meditieren. Was ist denn jetzt gemacht? Ich hörte einige Meister sagen, wenn ihr die Büsten in einer bestimmten Reihenfolge anordnet, würde etwas in diesem Raum entsperrt. Anscheinend ist die Reihenfolge mit einer alten Prüfung verbunden, an der die Meister teilgenommen haben. Vielleicht erinnert sich die Archivarin. Wo ist denn die Archivarin? Ich bin nur mal reingekommen. Hier ist er. Vielleicht möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören.
Die Jagd auf die Sumpfschwänge war ein so hitziger Wettkampf, dass ihm Gemälde und Büsten in den Archiven gewidmet wurden. Wenn ich mich richtig erinnere, Dooku belegte den ersten Platz, obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Obi-Wan hat es geschafft, seinen eigenen Meister, Qui-Gon Jinn, zu übertreffen. Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Meint ihr mich jetzt? Aber keiner von beiden konnte Ki-Adi-Mundi besiegen, der den ersten Platz nur deshalb verpasste, weil auf der anderen Seite. Ja, aber den muss ich dann noch hier hinstellen. Nein! Nicht gezählt. Nein, nicht. Oder? Der ist doch falsch. Okay. Aber der wird doch da angezeigt. Nee, der wird nicht angezeigt. Nee, warte mal, er war es gar nicht, der mit den langen Haaren, ne? Ach, stell doch mal ab, Mann. Oder? Kannst du es jetzt hin, oder? Ja, nee, das, hier muss der hin. Seid damit vorsichtig. Mach das da rein. Ja, und den nächsten? Haben die denn vorher unten auch geleuchtet? Jetzt nimm den doch mal unten. Wer ist denn jetzt überhaupt, warte mal, der? Hier ist der mit den langen Haaren. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit, mit den Sumpfschwingen zu verhandeln. Na komm. Konnte aber keine einzige fangen. Also kam er als Stockletzter ins Ziel. Das war eine Erleichterung für Mace Windu, das war, der lediglich richtig. Eine einzige fing. Und das auch nur, das weil könnte diese fair sein, Böen oder? Gegen eine Fensterscheibe geweht worden war. Und... Moment, das ist ja keine. Hier ist der. Dieser Conhead hier. Wo ist denn der? Das ist der hier, ne? Was glaubt ihr eigentlich, was ihr da tut? Ich mach das Rätsel. Also halt die Klappe. So, geh da rein. So. Nee, warte, das ist. Nee, das ist der andere. Ja? Hinter dir. Ja, aber hier. Kommt doch gar keiner rein dann, ja, oder? Ja doch. Ach nee. Du. Hä? Wir haben das immer rechts von denen. Das ist ja, das ist auch hier rechts mit verbunden. Guck mal, unten mit diesen Dingern. Ja, aber das der ist doch hier noch. Hier, den musst du noch nehmen. Ja, Moment. Yoda ist hier, aber da hinten ist doch kein Bild. Ja, aber das ist der erste. Ach, er ist links. Ach so. Das ist ja blöd gemacht. Okay, verstehe. Seid damit vorsichtig. Okay, dann machen wir die eins nach links. Du siehst das ja unten an diesen roten, an der Verkabelung. An dem grünen sieht man es eigentlich auch, wenn es grün ist. Was für ein grün? Ja, geh runter, runter, runter. Ist so blöd, mit zwei zu steuern? Ach, das meinst du? So lautet die Geschichte. Fragt ruhig, wenn ihr sie erneut hören möchtet. Was ist denn das Ding? Nee. Hast du den jetzt? Ja? Nee, weiß ich nicht. Ich hörte einige Meister sagen, wenn ihr die Büsten anscheinend, ist ja. Aber warum ist das jetzt... Hier ist grün bei dem einen. Ja, das ist jetzt alles grün, weil wir das fertig haben. Nein, nein. Nur der eine hat was Grünes drunter hier. Und der leuchtet so komisch. Ja, da hast du das Ding wahrscheinlich dann jetzt her, oder? Was ist das? Das ist Mace Windu. Benannt nach der Waffe, mit der er seine einzige Sumpfschwinge fing. Dem Wind. Ja, aber wir haben den Stein nicht bekommen. Den hast du doch gerade genommen, hast du gesagt. Nein. Warte mal, den kann man das... Kann man hier... Kann man das sehen irgendwo? Doch, 1 und 3, da. Doch. Ach so, da links. Vielleicht ja, okay. Möchtet ihr die Geschichte einer Jedi-Prüfung hören. Nein möchten wir nicht. Wir möchten aber wieder raus. Meister Yoda verbrachte die meiste Zeit damit mit dem Sumpfschwingen. Geh schon mal. Das war eine Erleichterung. Wieso kann man das nicht abbrechen? Doch, mit A. Drück ganz schnell A hintereinander, als ob du verrückt wirst. Ja, aber dann gehe ich wieder da rein. Jetzt sollst du ja auch nicht zu oft machen. Ja, ganz schnell hintereinander, super. So. Wo haben wir denn hier? Jetzt müssen wir wieder reisen, so wie es aussieht. Ach so, Such im Labyrinth. Ja, okay. Wieso? Hat der mal so ein Rechtsdrall bei mir gerade? Wir sind ein unabhängiges Droidentaxi. Möchtest du mitkommen oder soll ich lieber reisen? Ja, super. Was ist jetzt mit mir passiert? Für die Fahrt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich reise schon mal. Ja. Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht. Dass du draußen bist, bin ich dann... schon im nächsten Level.
Ja, wo will der hin mit mir? So, da müssen wir hin. Der eine sah aus wie von der Reise. Bist du jetzt Landeplatz 2 im Nord oder wo bist du hin? Das, was der mir angezeigt hat, das Ziel. Ich werde diesmal auch nett sein. Ich habe nur. Als ob ich sowas jetzt behalte. Camino müssen wir hin, ne? Kannst du bitte auf den Druiden warten? Komm einfach mit. Guck mal, bist du schon im kleinen gelben Flitzer. Mhm. Oder bist du bei mir? Das macht mich richtig beschuggern. Ne? Ja, das sollte das richtige System sein. Halte die Augen offen nach unserem fehlenden Planeten. Nee, muss A. Da ist A. Das ist also Camino. Das Wetter ist allerdings furchtbar. Dann sehen wir mal, ob wir jemanden finden, der unseren mysteriösen Kopfgeldjäger kennt. Meister Jedi, willkommen. Der Arme. Nach all diesen Jahren dachten wir schon, ihr würdet vielleicht gar nicht kommen. Ach, die sind das. Ja, die erinnere ich mich. Selbstverständlich. Richtet eurem Meister aus, dass sein Auftrag rechtzeitig ausgeführt sein wird. 200.000 Einheiten stehen bereit. Eine weitere Million ist in der Endfertigung. Er wird sicher stolz sein auf die Armee, die wir für ihn bauen. Die Armee? Ja, eine Klonarmee. Aber ihr könnt es sicher kaum erwarten, die Einheiten zu inspizieren. Hier entlang, bitte. Als mein Meister euch den Auftrag für die Armee erteilte, sagte er euch dafür, wen sie war? Selbstverständlich. Meister Saifo-Dyas bestellte diese Armee für die Republik. Meister Saifo-Dyas? Er wurde doch getötet. Und das schon vor fast 10 Jahren. Es tut mir leid, das zu hören. Sehr beeindruckend. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Klone können kreativ denken. Ihr werdet feststellen, dass sie den Droiden immens überlegen sind. Ich bin mir sicher, dass sie nicht über dich sprechen, R4. Ich glaube auch nicht, dass sie über Lars sprechen. Wie alt sind? Kann ich dich auch mal dingsten? Wir nutzen die Wachstumsbeschleunigung. Sonst würde es ein Menschenleben dauern, bis ein Klon ausgewachsen ist. Ich verstehe. Sie sind absolut gehorsam und führen jeden Befehl aus, ohne ihn in Frage zu stellen. Wir haben ihre Genstruktur modifiziert, damit sie weniger selbstständig sind als ihr Spender. Und wer war ihr Spender? Ein Kopfgeldjäger namens Jango Fett. Ein Kopfgeldjäger? Ich würde diesen Jango Fett sehr gerne kennenlernen. Wir versuchen, unsere Klone so viel wie möglich zu fördern. Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung stellte Fett nur eine einzige Forderung. Einen unveränderten Klon für sich selbst. Kurios, nicht wahr? Unverändert? Ein reines genetisches Replikat. Ohne genetische Manipulation zur Steigerung der Gefügigkeit und ohne Wachstumsbeschleunigung. Ich bin eine Karte. Wir können einkaufen gehen, Schatz. Mhm. Ihr baut keine Klone mehr. Ich schließe alles ab. Moment, ist der jetzt abgebogen? Nee. Er spricht nicht mehr mit uns. Der ist böse, weil wir alles kaputt machen. Das ist so ätzend, Jungos, dass du dich nicht bewegen kannst, ne? Was, welches ist sein Zimmer? Hier vorne. Ja, man sollte nicht auf die Karte gucken und dann loslaufen.
Django. Willkommen zurück. Dies ist der Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi. Er ist hier, um unsere Arbeit zu begutachten. Eure Klone sind äußerst beeindruckend. Ihr müsst sehr stolz sein. Wer hat euch für diesen Auftrag angeheuert? Mich rekrutierte ein gewisser Tyrannus. Gefällt euch eure Armee? Nicht wirklich. Ich bin gespannt darauf, sie in Aktion zu erleben. Danke für eure Zeit, Django. Immer schön, einem Jedi zu begegnen. Ich habe den dringenden Verdacht, dass dieser Kopfgeldjäger der Attentäter ist, nach dem wir suchen. Ja. Schweinerei! Ich hau dir mit der Karte eins über. Wenn wo bist unser du? Verdacht korrekt ist, wird er versuchen, schnell von hier fortzukommen. Wir suchen am besten die nächste Landeplattform auf. Django Fett. Alles in Chinesisch geschrieben. Ach, das ist ein Bossgegner. Oh. Ja, aber ich kann dir da gar nicht helfen. Ich bin zu schwach. Wie, du kannst mir nicht helfen? Was soll das denn? Du kannst doch mein Schutzschild sein oder so. Wie denn? Aua. So, ja genau. Du kannst den noch in Flammen, du kannst den doch hier paralysieren. Nicht wirklich. Ich verstehe, warum sie die klonen wollten. Ach, das ist der Kleine da oben. Ja, ja. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist das für ein komisches Ding? Er will ganz sicher nicht kooperieren. Ich sehe überhaupt nichts mit dieser Scheißeinstellung. Jedes Mal, wenn ich den getroffen habe, ist der plötzlich hinter mir und ich bin in der Ego-Perspektive und sehe nichts. Hier, das haben sie echt scheiße gemacht. Hä? Was macht der da? Der versucht da einen Sender dran anzubringen. Ein geiler Sender mit einem Pömpel. Er darf nicht so einen großen Vorsprung gewinnen. Los! Weil der Sender da nicht mehr funktioniert. Ich habe immer noch die Karte hier. Die Karte des Grauens. Guck mal, der angelt da hinten. Zeit zu verlieren. Folgen wir ihm. Der angelt. Was ist mit dir los? Mit dir können wir auch sprechen, warte mal. Ja, aber du kannst mit vielen hier Wie sprechen. Wie verblüffend. Ich nehme an, ihr habt das seltsame Artefakt da oben entdeckt. Ach so, da ist ja, natürlich. Deswegen rede ich gerade mit dir. Aber du kannst da nicht hochfliegen. Ja, aber da komme ich nicht so, hin. Ne? Nee. Ja, wahrscheinlich mit dem Kopfgeldjäger. Warte, 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 doch. Hä? Und jetzt? Kannst du auf die andere Seite rüber? Ja, genau so. Ja, ja. Warte, wir müssen wieder rein, glaube ich, ne? Ich bin so gut. Schmeiß mal alles kaputt. Ich bin so stark, ich bin so toll. Ich bin R2-D2 aus Tirol. Ey, sperr mich nicht aus. Ich bin R2-2 Wings. Achso, du bist ja gar nicht R2-D2. Ich bin nur R4. Ja, ja, genau. Mit den ganzen Namen vertue ich mich. Das ist grauenhaft. Geh mal aus dem Weg da. Wir sind hier auf Rettungsmission. Also wenn der kämpft, sieht das aus, als wenn der irgendwas Ding poppen würde. Das haben wir jetzt mal einfach überhört. Genau. No.
Du lässt hier alles weg liegen. Da! Du lässt die Blumen kaputt machen. Ja, ich mach das ja, damit du den Rest einsammeln kannst. Ja, aber wir müssen hier uns beeilen, ne? Ich glaub, oder? Ja, eigentlich ist die Episode jetzt gleich zu Ende bei uns. Ui, ich hab einen Speedrun. Komm, wir müssen noch 500.000 Steine kriegen. Ja, warte, dann kann ich nicht weiterlaufen. Dann muss ich hier noch eben einsammeln. Waren das 500.000? Nein, aber wir haben es gefasst. Ich glaube, 500.000 ist wahrscheinlich. Dann kriegen wir vielleicht den wahren Leben. Komm, ja, wir haben sie. Ich gehe weiter. Wo bist du jetzt? Auf der Landeplattform. Aha. Hä? Warte auf. Boah, die ist einfach abgehauen. Kannst nicht mehr. Meine Datenbank fehlt. Was? Wo ist denn hin? Schöner, wer ist dieser Bildschirm nochmal? So ein AFK-Bildschirm. Machtreflexe haben ihren Vorteil, R4. Wir haben keine Zeit zu verlieren, folgen wir ihnen. Ja, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir sind schon über 20 Minuten, wir müssen den Rexgeld kriegen. Moment. In meinen Datenbanken gibt es neue Tipps. Junge, lass mich auch mal bewegen hier. Was sind wir denn jetzt? Wir haben den doch. Hä? Wir sind doch wieder da. Jetzt sind wir wieder. Bist du hingeflogen? Ja, zu dem, wo das Ausrufezeichen war. Ja, aber das ist falsch. Folge dem Ortungssignal. Das war doch nicht. Ja, wieso folge ich denn dem Ausrufezeichen? Was für ein Ortungssignal? Ich hab kein. Hallo! Wieso hast du mich rausgeworfen? Was war das denn gerade? Ich sterb hier andauernd. Ja, ich werd dauernd rausgeworfen. Was ist das? Hallo! Ich bagge gerade im Boden irgendwie. Aber irgendwie. Ich versuche mal ins andere einzusteigen. Aber wo ist das Signal? Das Signal ist doch hier auf Camino. Ja, so verstehe ich das, weil hier ist das Ausrufezeichen. Und Weltraum über Camino. Oder müssen wir nach Tipoca City? Hat der nicht eben was von City gesagt? Ja, ja, aber wie kommen wir hier hin, wenn das. Ja, eigentlich dahin reisen, oder nicht? Ich hasse solche Karten. Wieso kann man nicht einfach einer Story folgen? Warum ist hier jetzt ein Fall? Den kann ah, hier, ich warte mal. Weltraum, Tipoca City. Ja, aber ich kann das nicht auswählen. Oder aber sind wir da gerade? Ich hab's jetzt ausgesucht. Warte auf den. Ja, aber Weltraum über Camino sind wir ja hingeflogen. Ja, aber da ist aber das Zeichen, wo wir hin müssen. Ja, da sind wir ja gerade hingeflogen. Da sind wir. Ja, aber sind wir nicht. Nein, sind wir doch nicht. Wir müssen in den Weltraum. Wir ja, da landen. Waren wir gerade. Ja, aber du bist gerade gelandet. Du darfst nicht auf ja, Camino landen. Ja, was soll ich denn sonst machen, wenn da steht, ich soll landen? Ja, wir sollen dem Typ doch folgen. Der fliegt doch gerade. Der ist zur City geflogen. Nein, ist er nicht. Hat der eben gesagt. So, jetzt pass auf, wo der hingeflogen ist. Warte mal, da ist er doch. Das ist A. Du sollst ihn aber verfolgen, den nicht angreifen, oder? Ne, das ist aber ein Asteroid, ne? Ja. Da gibt's aber einen Stein. Einen Stein. Schießübung. Koop-Modus? So. Nee. Ja, aber da kriegen wir, glaube ich, was, oder? Was ist jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich kenne mich doch mit dem Kram hier nicht aus. Da, Tipoca City ist da unten. Aber wo ist der Typ hier? Wie viele hast du schon? Einen. Einen nur? Ja toll, deswegen sind wir jetzt durch, oder was? Nein.
Silber haben wir. Ja, also wir hätten den nur bekommen bei Gold. Musst du dich ein bisschen mehr anstrengen? Ich will doch nicht in den Schießen. Ich dachte, wir machen. Ja, da sind wir ja gerade reingegangen. Ja, ich bin nicht drin. Du sollst nur die Dinger abschießen. Mehr musst du nicht machen, aber du musst das halt schnell machen, denke ich mal. Ich habe aber gar keine. Du musst dich besser konzentrieren. Gold, wir haben ein Männchen freigeschaltet. So. Können wir jetzt mal nach dem Dings gehen? Hier, stopp, da ist er. Nee, das ist Django Jagd. Ja, da müssen wir hin. Wir müssen doch Django Jagd haben wir ja gerade gemacht. Nein, haben wir nicht. Wir haben Schießübungen gemacht. Ich bin aber auf Django-Jagd gerade gegangen und dann hat er die Schießübungen angenommen. Da ist Django Fett dahin. Was ist jetzt schon wieder? Wieso nochmal? Sohn, wir fliegen in das Asteroidenfeld. Wir werden sie nett überraschen. Bereit machen. Jetzt wird's holprig. Irgendwo hier ist er. Und wo? Da ist er. Du bist am Zug. Das wird ein großer Kampf. Oh, nimm mal jemand die Asteroiden weg hier. Mann. Oh. Seismische Bomben. Halt dich bereit. Das sollte nicht zur Gewohnheit werden, okay? Das war knapp. Los, verzieh dich. Du strapazierst meine Geduld. Was ist denn? Sag mal, wie fliegt der? Vor allen Dingen, wieso sehe ich den nicht mehr? Ich hab den auch gerade noch auf dem Schirm gehabt. Da. Ja, der macht doch immer seismische Bomben. Ja, aber dadurch verschwindet er doch nicht. Das ist total blöd. Ich drücke die ganze Zeit feuern durch, wenn ich wenn ich beschleunigen will. So leicht schüttelt ihr mich nicht ab, Kopfgeldjäger. Genau. Ich habe keine Lust auf Spielchen. Jetzt habe ich dich. Hier ist mein Talent verschwendet. Meins auch. Anakin würde das gefallen. Nur eine kleine Turbulenz, nichts Dramatisches. Boah, komm schon. Ja, bloß nicht nach unten lenken, wenn ich nach unten drücke. Was denn jetzt hin? Komm nicht näher! Du machst mein Leben komplett. Weiß ja nicht mal, wo du bist. Du.
Hallo. Dass der da nicht weitermacht. Du drückst die ganze Zeit diese Ausweichtasten, aber der tut nichts. Oh, das war ja gar nicht. Scheiße. Oh, lenk bloß nicht nach unten. In ein Asteroidenfeld hinein. Ich muss völlig verrückt sein. Nein, ich muss die anderen zwei noch finden. Was verbergt ihr, Django? Ich habe 3 von 5. Wer hat euch rekrutiert? Irgendwo hier musst du sein. Ich schieße jetzt mal einfach auf das Rote. Ich weiß nicht, was das ist. Wenn das Rote ist, kann der Lenkrad gehen. Erwischt. Warum gibst du mich einfach auf? Von 5? Ah, ich glaube, da hinten ist das Ding. Mach ihn doch nicht kaputt. Aber ich meine, der ist ja weit vor kaputt. Ich behaupte, ein Spitzenpilot zu sein. Da ist ein Medipack. Flieg! Komm schon! Ja, ich bin direkt durch. Ich hoffe, ich hab's. Ja, ich hab's. Aber ich hab nur 4 von 5. Also ich kann da noch keinen... Scheiße. Schnapp ihn, Dad, schnapp ihn! R4, wirf die Ersatzteile ab. Hier gibt es eine ungewöhnlich große Zahl an Föderationsschiffen, R4. Ja, mein Lord. Ich vertraue darauf, dass alles plangemäß verläuft. Aber gewiss doch, mit diesen Droiden haben weder die Republik noch die Jedi eine Chance. Anakin, hilf mir! Mom, nein! Du hattest wieder einen Albtraum. Jedi haben keine Albträume. Ich sah meine Mutter. Ich muss ihr helfen. Ich werde dich begleiten. Auf diese Weise kannst du mich weiterhin beschützen. Ich habe dich noch nie so gesehen. Gab es in deinem Traum viel Sand? Ja, sehr viel, aber darum geht es nicht. Wir müssen nach Mos Espa. Ich muss mich vergewissern, dass es meiner Mutter gut geht. Nein! Aber wir hätten noch 500.000. Ach so, ja, aber gesamt. Also wir bräuchten 50.000 oder so in dem Level, glaube ich, ne? Ja. Geladen ist wahrscheinlich das eine... Nee, das Medipack kommt jetzt. Minikits sind das nicht. Mini, ja, Minikit von mir aus. Ja, für mich sind es Medipacks. Okay. Ja, dann würde ich mal fast sagen, dass wir hier nochmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.